Ja, und damit herzlich willkommen hier bei mir beim Opa mit einer weiteren Folge von Transport Fever 2. Genau, wir sind ja hier die Verbindung am Legen, quasi in den Westen, wenn man so will, unserer Karte, um die Versorgung von Kohle zu gewährleisten. Denn wir haben die Kohle überall da, nur nicht da, wo wir sie brauchen. So, ich hoffe, das wird von der Höhe, hat das eigentlich funktioniert. Mal ein bisschen weiter raus, da können wir ein bisschen weiter, mal stopp. So, und hätte ich auch können offline fertig bauen. Aber gut. War doch richtig, ne? Ja, sehr gut. Gleise haben wir hier. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Wir haben hier Durchgangsgleise. Ah, das war dann nicht so gut. Wieso habe ich hier eigentlich nur Passagiere? Ich glaube, der Bahnhof hier ist verkehrt. Ich muss einen anderen Bahnhof hier hinsetzen. Weg damit. Gebäude. Gib mir mal meinen ganz normalen Bahnhof hier raus. Da. Güterbahnhof. So. So, und den machen wir jetzt schon mal gleich mit 6 Gleisen. Mach mal 4. Hier reicht aber volle Länge. Hochgeschwindigkeit, Oberleitung. Kann ich ihn gleich da dran setzen? Kann ich gleich dran setzen. So. Also, haben wir doch, ne? Wie nennen wir den? Ist das Bahnhof Trier, würde ich sagen, ne? Weil es ist ja die größte Stadt in der Umgebung. Trier Hauptbahnhof. Das liest sich doch gut, ne? Okay, so, das hätten wir jetzt schon mal. Wir haben den Anschluss jetzt hier nach Kusel. Das finde ich gut, finde ich gut. Das bedeutet, wir müssen dann unser Zeugs, da muss ich jetzt auch nochmal gucken. Das muss ja dahin. Also sollten wir dann durch Kusel durchfahren, könnten wir ja eigentlich. Wir haben zwar noch ein Passagiergleis hier dran, aber das ist ja, glaube ich, egal. Ne? Ob mir das hier nicht gefällt mit der Farbe, das ist, könnte ein Problem werden. So, aber pass auf, jetzt haben wir ja das hier angeschlossen. Jetzt könnten wir hier die. Das wollte ich vergrößern, habe ich gesagt. Konfigurieren. Straßenzugang, kann ich den wegmachen hier, ohne dass mir da was passiert? Der hat den, wer hingestellt hat, gut. Mache beide weg und werde Güter, hier die Güter, mal deutlich vergrößern. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier wird einiges passieren, glaube ich. Ein riesen Umschlagplatz werden. Deshalb machen wir das Ding auch richtig schön groß. Wir haben jetzt die Möglichkeit. So, wir haben hier unten 2 Straßen angeklemmt. Wir haben 7 Güterplattform. Geht da noch einer? Ich schau. Jetzt gilt's. Machen wir noch eine.
Eins habe ich gelernt, habe ich immer schon mal gesagt, groß genug denken. Ne? So, wir machen hier Straßenzugang dran. Hier noch einen. Und hier oben machen wir so viel es geht raus. Dass es da keine Staus gibt. Ne? So, müssen wir hier nur noch eine Verbindung schaffen. Straßen. Aber hier, das wird nicht so einfach jetzt gehen. Noch ist nichts passiert. Brauchen wir hier am besten einen Kreisverkehr, der Extraklasse. Der war klein. Ist aber ein Gag. Hier ist natürlich viel zu, ne, das geht gar nicht. Das ist eine Kreuzung. Das ist ein. Was ist das denn? 10 Millionen. Das muss ich mir mal noch angucken, was das ist. Ja, dann habe ich ja gar keine Wahl. Wenn ich eine Einbahnstraße bauen will, dann muss ich so eine nehmen. Damit das hier funktioniert. So, pass auf, jetzt wird's gruselig. Also soll ich die Bahn hier auch wegmachen und erstmal hier einen großen Kreisel hinbauen? Oder warte mal. Kreisel müssen wir im Kreis malen, ne? Muss ja auch kein Kreis sein, das reicht ja auch, wenn das ein Oval ist, ne? Naja. So, das ist die Frage. Machen wir jetzt hier. Gut, wir können hier unten raus. Naja, dann machen wir normale Straßen. Hier unten machen wir ganz normal raus. Schön breit. Gibt es da auch keine Probleme? Können wir das hier aufwerten? Sehr gut. Und dann hier, ne, mit der gehen wir dann hier raus. Wieso ist das hier rot? Ah, weil jetzt keine Bus und Dingsbums brauchen wir eigentlich auch hier nicht. Nein. So, wir gehen jetzt hier. Ist das zu breit? Steigung zu groß. Ah, jetzt haben wir hier wieder eine Steigung drin. Das heißt, wir müssen hier wieder eine andere Straße nehmen. Einbahnstraße. Und die absenken. Das wieder weg und das wieder her. Kurve. Ah, die macht aber jetzt nicht schön. So, jetzt sieht das schon besser aus. Und wir kriegen die Verbindung. Machen wir etwas schmaler. Wieso haben wir denn hier? Das hier ist eine Autobahn, ne? Ja.
Ach, hier haben wir. Was habe ich denn hier für Straßen jetzt genommen? Landstraße. Mittlere Straße. Na, ist egal. Auf alle Fälle haben wir hier jetzt eine richtig gute Zufahrt und wir haben eine richtig gute Ausfahrt. Das heißt, das hier sollte jetzt wieder laufen. Wir brauchen allerdings dann hier noch eine Einfahrt, die dann aber gerne wieder groß sein darf, aber nicht so groß. Sollen wir die auch Einbahn machen? Besser wäre es, ne, damit hier keiner, ja, damit hier keiner rausfährt. Steigung zu groß. Ah. So, und dann kann das hier ja eigentlich. Können die hier rein und können hier wieder raus oder können hier raus? Machen wir mal anständige Straße draus, damit das hier läuft. Puh. Okay, dann machen wir das mal so. Ah, jetzt habe ich doch eine Einbahnstraße draus gemacht. Oh, ich bin auch sowas von, aber sowas von, ne? Genau. So, dann hätten wir die Verbindung wieder und wir haben hier ein ganz schön verworrenes Spiel von. Oh, wir könnten aber wieder laufen lassen, denke ich, ne? So, dann haben wir hier. Brauchen wir jetzt einen Zug? Wo kriegen wir denn den Zug hierher? Haben wir irgendwo und da haben wir eine. Wie machen wir das mit der Anbindung hier? Machen wir hier rüber, über den Bahnhof. Hier ran. Bedeutet aber auch, dass wir das Ding hier auch größer machen müssen. Also nochmal Stopp. Und ja, das ist das, was an dem Spiel hier so richtig Spaß macht. Einfach erweitern, erweitern, erweitern und verbessern, ne? Güter. Also, das hier wird jetzt erstmal richtig groß. So, machen wir noch eine dazu. Sollte erstmal reichen, ne? Oder machen wir noch einen dabei? Ah, es geht keine mehr. Okay, dann haben wir es erledigt. Straßenzugang kriegen wir hoffentlich noch hin. Auch wieder 2, 3. Es gibt Kollisionen, aber es reicht auch, ne? Gut, dann werden wir hier oben aber auch mal gucken. Konfigurieren, da kriegt er mal auf jeden Fall mal noch einen Güter. Güter. Ist da was Kleines hin? Wo überall Kollision. Vielleicht hätte ich dann lieber noch eine Einfahrt gemacht, anstatt so ein Güterbau-Dings dahin. So, dann machen wir hier. Hier kommt einiges an. Dann Zug voll Eisenerz ankommt und dann wird es kritisch. So, dann machen wir das weg. Machen hier nochmal einen Straßenzugang hin. Genau da. Dann brauchen wir da wieder eine Verbindung. Ich hoffe, das geht auch jetzt noch, weil das so eng ist.
Die ist zu breit, nimm die. Geht. Ja, es passt. Brauchen auch keine Einbahn hier, das denke, das läuft. So, da können wir hier nochmal eine Verbindung schaffen. An der breiten Straße. Hier ran. Und mit. Erfahrung hat gezeigt, dass man mit vielen Einfahrten Staus vermeiden kann. So, und da können wir immer noch hingehen, können sagen, okay, wir machen hier noch so eine Verbindung hin für hierhin, ne? Das soll ja dann alles hierhin. Das heißt, wir müssten das hier, die Straße hier auch mal abreißen, obwohl, nee, wir müssen. Ja, hier wird der angeliefert. Und was machen denn die hier? Ach, das ist die Geschichte hier, ne? Weil das nicht funktioniert hat, muss ich das hier so machen, ne? Wer hat da was? Ja, die fahren die ganze Zeit hier hin und her. 78.000 im Lager und nichts passiert, weil kein Abnehmer da ist. Oh, wie doof. Aber Hauptsache Kohle verdient, ne? Gut, egal. Dann brauchen wir, fangen wir von hinten nach vorne an, eine Linie. Wenn wir die hier benutzen, die kann dann beides machen. Lass mal gucken, was macht denn die überhaupt? Die fährt einfach nur hin und her. Obwohl die miteinander verbunden sind, das funktioniert natürlich nicht. So, St. Wendel Süd fährt nach St. Wendel Abzweig. Aber das muss ich mal gerade kurz laufen lassen, mal gucken, was hier passiert. Der nimmt was mit und der. Ja, okay. Kann ich laufen lassen? Ja, ich kann aber auch weiterlaufen lassen. Es läuft ja alles. Ist ja alles angeschlossen. So, das heißt, die Linie hier nach St. Wendel Abzweig wird dann Linie verwalten. Haltestelle hinzufügen. Wird dann tatsächlich hier hin. St. Wendel Raffi und nimmt dort auf oder warten, bis er voll ist. Nö, soll er nicht. Und lädt aber nur. Er braucht nichts entladen, er braucht nur laden und zwar ausschließlich Kohle, sonst wird es wieder durcheinander. Ne? So, und fährt die nach St. Wendel Süd. Sagt, wenn Süd wartet er, fährt dann das Eisen nochmal rüber und dann läuft das. So lassen wir es laufen, genau. Passiert zwar im Moment noch nichts, weil er hier nichts laden kann, da kommt nichts an noch, das dauert noch ein bisschen. Aber wir haben die Verbindung, haben wir. Dann brauchen wir eine neue Linie, Zug. Da brauche ich jetzt aber noch, muss ich den Bahnhof hier auch vergrößern. Das wird aber nicht funktionieren. Das heißt, er muss hier reinfahren und direkt wieder raus. Es geht nicht anders. Das funktioniert nicht. Definitiv. So. So. Kriege ich ihn jetzt hier rein? Ja. Und da kommt hier direkt ein Signal hin. Kein Einbahn. Hier hin.
Der muss warten, bis der durch ist, und der muss eventuell warten, bis der durch ist. Der Äußere spielt keine Rolle. Weil ich kriege hier nichts mehr neben dran. Ne? Da kann ich hier noch so ein... Warte mal, muss ich probieren. Ob das geht. Muss ich mal noch mal kurz stoppen. Konfigurieren. Kann ich den jetzt dahingehend vergrößern, dass ich hier nur so ein halbes Stück dran setze? Das müsste eigentlich gehen, ne? Warte. Warte, warte. Machen wir erstmal ein Gleis. Begrenzter Geschwindigkeit und mit realistischer Geschwindigkeit. Das hat die ganze Zeit funktioniert, ne? So, jetzt muss ich gucken, wenn das hier geht. So. So, was passiert, wenn ich jetzt das Gebäude hier wegnehme oder ein anderes dahinsetze? Warte mal. Gütergebäude, das ist eins von denen. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Passt nichts, ne? Alles zu eng gebaut. Zehn Güter, das ist natürlich sehr klein, ne? Oder, warte, das war auch Quatsch. Das jetzt wegnehme, dann ist der Bahnhof tot. Und die ganzen Linien. Oder nee, wir haben doch hier noch die Gebäude. Quatsch, das kann ich wegnehmen. Hier ging es, glaube ich, nur um die Verbindung. Ne? Die kriegen wir aber auch wieder. Und ist das jetzt kein Fehler gewesen hier? So, das wird dann einfach nur ein Kopf. Gleis. Güter. Nein. Muss jetzt nur gucken, dass die Verbindung hier noch da ist, ne? Das ist ganz wichtig. So, jetzt können wir hier noch Gebäude hinsetzen. Die Verbindung. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist nämlich jetzt nicht mehr da, weil ich dem die Gebäude hier geklaut habe. Gütergebäude. Großes Neben, großes Hauptgebäude. So, pass auf. Setzen wir hier. Hier und hier hin. Da geht's auch noch. Und gucken mal, ob wir hier, auch das letzte war zu viel. Letzte war zu viel. Moment, das muss weg. Und da brauchen wir hier eine Straßenverbindung. Dann sollte die Verbindung hier wieder da sein, ne? Hat schon alles wieder verbunden. Okay. So, dann geht das hier auch. Hier können wir trotzdem lassen mit dem Gleis. Wir sehen das hier einfach nur dazu. Und benutzen dann die. Das hier, wieso habe ich hier andere Farben? Weiß ich nicht. Die sehen gleich aus. Ich weiß noch nicht, ob es passt. Ist egal.
Nee, ist nicht egal, aber es sollte passen. So, dann gehen wir auf die Terminals. Und das wäre jetzt Terminal 2. Und da geht dann 1 oder 2. Ach, ich habe da 2 jetzt, ne? 1, 2, 3. Ich habe 3 Terminals. Wieso zeigt er mir 4 an? Weiß ich nicht, warum der mir 4 anzeigt, weil es hier 1 und 2 sind. Seltsamerweise. Egal. So, wir machen dann eine neue Zuglinie. Kann ich wieder weiterlaufen lassen? Ja, kann ich, ne? Damit die Kohle reinkommt. Kohle muss rein. So, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Das zieht sich aber auch, ne? So, wir machen eine neue Linie. Lass mal gucken. Neue Linie. Wir sind hier zu dem Bahnhof. Und ja, wir müssen hier tatsächlich durchfahren. Da müssen wir mal gucken. Dann müssen wir Durchfahrgleis bauen. Und der muss hier nach ihr Hauptbahnhof. Können wir tatsächlich umbenennen. Güter. Erstmal, ne? Ist die große Frage. Fahre ich jetzt hier hin? Ne, ich nehme ja den, ne? Den nehme ich und der bringt mir die mit dem LKW hier rüber. So machen wir das. Heißt, wir könnten den Zug ja schon mal anwerfen. Der kann ja schon mal da hochfahren. Der muss hier sowieso warten, bis er Linie verwalten. Der muss ja noch einen Namen bekommen. Zug. Machen wir TR. Bahn BHF nach WNDBHF. So. Genau. Da können wir schon mal einen Zug anwerfen. Die Züge bekommen wir hier. Kann auch genug, groß, kann gar nicht groß genug sein, so wollte ich sagen, ne? Elektrisch, ich hoffe, ich habe überall Elektrogleise, am besten das Ding hier. Zufügen. Und wir machen Cargo-Waggons. Da haben wir, glaube ich, nur 2013. Wir transportieren gerne Kohle, dafür wären die sehr gut. Die fahren 160. Der kann keine Kohle. Der kann auch keine Kohle. Es gibt keine Waggons, die alles können. Das wäre natürlich traumhaft. Ne? 160. Okay, 120. Ja, kommt nur der in Frage. Wir gehen mal auf jeden Fall bis gut. Kapazität 520 und ist immer noch gut. 560, einer zu viel, einen machen wir weg. So, 85 Millionen, das ist ja gar kein Problem. Den schicken wir schon mal auf die Linie. Ah, jetzt habe ich zu groß geschrieben, ne? Trier Hauptbahnhof, genau. Und genau diese Linie wollen wir nochmal verwalten. Ich möchte nämlich hier warten, bis er voll ist. Vollladen einer Fracht. Genau. So, das hätten wir. Wir haben die Verbindung hierhin. Wir haben die Verbindung dahin. Oh, Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch hier LKWs hinzujagen, die uns hier mit jede Menge Kohle versorgen. Da bin ich gespannt, ob das hinhaut, ne? Eine LKW-Station. Die muss jetzt hier hin. Und ja, ich brauche erstmal eine Straße, die wir hier dran legen. Eine Verbindung haben. Zack.
Sehr schön. Und wir legen natürlich eine richtig breite Straße hier runter. Direkt bis an das Dingens da dran. Okay, werden das hier. Kann man nicht. Weg damit. So, machen wir hier eine schöne Straße als Verbindung. Und hier nochmal die Verbindung. Und ein Gebäude. Auch wieder schön. Gut. Bisschen gerade. Plattformen sind es genug, aber ich würde es dann nicht übertreiben. Ich setze ein paar Gebäude dabei und dann ist gut. So, okay. Weg damit. Konfigurieren. Güter. Hier muss einiges dran. Ne? Weil hier wird sich einiges sammeln möglicherweise. So, können wir immer noch verlängern, wenn es sein muss. Wir haben Terminals. Entschuldigung. Terminals in Größe von, ja, es könnte tatsächlich noch eng werden. Aber egal. Die können 400, das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Müssen wir hier dann noch eine Verbindung schaffen, damit wir die... Ist das hier dran? Ne, aber wir brauchen die Verbindung natürlich. Machen wir dann mit einer normalen Straße hier rüber. Sonst fährt er nicht dahin. Und wir bauen hier schon mal direkt um Schweig eine Umgehung. Damit wir da keine Probleme bekommen. So, die wird später versorgt. Das machen wir später. Dann gucken wir mal, ob wir damit auch einen zweiten Zug einsetzen, der uns diese Stahlwaren dann immer noch versendet. Aber hier muss ich jetzt erstmal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine neue Linie. So, hier machen wir zu. Da sind wir. Neue Linie. Wir fahren von ganz ruhig. Keine Panik. Brauchen natürlich hier noch ein Gebäude. Würde ich aber tatsächlich hier hinsetzen, dann haben wir nämlich die Stadt da in der Nähe. Oder vielleicht sogar noch hier hin. Und da können wir die Ausfahrt darüber noch machen. Allein nur, um die Wege hier etwas zu verkürzen. Nochmal, neue Linie. Geht von hier nach da. Schweich Nord. Vollladen einer Fracht. Bis sie voll ist, ne? Und, oh, was muss ich die Linie? Ja, LKW. Hier habe ich den Schweich abgekürzt. SCHW, Schweich, Kohle nach PR. Hauptbahnhof HB, HF. So, dann machen wir nämlich Schweich Nord, Schweich West schon mal direkt. Via Hauptbahnhof. DR ABF. Ladestation. Und Schweich Nord nennen wir Schweich Kohle.
Bergwerk, BWK, Bergwerk, ja, kann man so abkürzen. So, genau. Und da lassen wir dann ein LKW erstmal schon mal fahren. Hier müssen wir schon gleich ein paar fahren lassen. Wir müssen ein paar fahren lassen. Hört sich auch falsch an, ne? So, das ist ein Trambahnhof, ein Tram. Depot habe ich da vorhin schon gedacht, aber hier ist ein LKW-Depot, ne? Ja. So, wir fahren gleich schon wieder an mit denen hier. Speichervorgang. Kaufe noch einen und schicken den auf die LKW. Oh, guck dir das an, wie viele Linien wir haben, ne? Dass das Spiel das überhaupt noch mitmacht, das ist schon erstaunlich. Schweichkohle, Trier Hauptbahnhof. Zack. So, im Prinzip müssten, da kommt jetzt schon der Zug. Der war ja richtig schnell. Hat schon 8 Millionen Miese gemacht. Und die sollten jetzt hier in die Gänge kommen. Oder? Oder? Oder nicht? Die sind auf dem Weg. Die können eigentlich alles. Wir haben einen viel zu kurzen Bahnhof. Stopp. Ah nein, das gibt's ja nicht. Wieso ist denn das? Der Zug hier so lang. Fahr du mal wieder zurück. Oh, das, was das kostet, ne? Warte mal, stopp. Ich kann den nach oben. Ich kann die dann nach oben ausbauen. So, konfigurieren. Ist das ein Wahnsinn. Ja, das muss ja ein Riesending werden hier. So, wir machen einmal, zweimal, dreimal. Das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Da geht's tief ins Gebirge. Das war's. Gleise. Mit. Die wieder dunkel? Ne, das sind die guten. Da ist ein Fehler. Da ist noch ein Fehler. So, mehr länger geht nicht. Dann muss ich damit jetzt leben, ne? Das heißt, wir wählen den an, lassen einen fahren und drehen ihn wieder um. Und hier haben wir direkt schon einen riesen Stau. Könnte jetzt aber hinhauen, ne? So, Frage ist, fangen die jetzt an zu produzieren? Nee, warum? Die sind auf dem Weg. Hoffe ich zumindest. Ja, da kommen sie. So, die Zuglinie steht doch. Hey, wir waren teuer. Wir machen jetzt im Moment richtig miese, ne? Ich hoffe, das ändert sich wieder. So, heißt, wir sollten doch jetzt hier eigentlich
durch diese Züge die Verbindung zu diesem Moment. Ich habe den Fehler, glaube ich, gefunden. St. Wendel Abzweig. Ich muss von hier. In die Verwaltung von Raffi. Nochmal nach Abzweig. Umständlich, aber ja, das Ding hier ist rammelvoll, das ist aber egal. Weil der fährt jetzt das darüber. Rüber. 78.000, da kann der mal eine Zeit lang arbeiten, ne? Sobald das, weil die Kohle da ist. Auch hier müssen wir auch noch mit den Straßen was machen, das kann ich jetzt so auch nicht lassen. Ja, habe ich mir gedacht, ne? Das habe ich mir gedacht. Bedeutet, warte, wir machen hier das Ding noch mal ein bisschen größer. Güter. Machen dann eine Verbindung da geradeaus durch, dass wir die kleinen Wege hier gar nicht mehr fahren müssen. Den Straßenzugang dazu. Immer da zwei hin, ne, kriegen wir nur einen, macht aber nichts. Und schließen hier den Weg an. Groß genug, immer schön groß bauen. Ja. Der fährt jetzt da rein. Das müsste eigentlich, ja. Dass das funktionieren oder nicht? Da habe ich hier immer noch einen Denkfehler. Wir haben hier die Verbindung zum Bahnhof. Der Bahnhof soll uns hier. Haben wir doch, der bringt. Oh, guck mal, der fährt ja mal schön außenrum. Habe ich hier eine Einbahnstraße gebaut? Nö. Finde ich ja gut. Moment, jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, wie habe ich denn hier die Terminals verteilt. Oh, das ist okay. Oder können die hier keine Kohle? Doch, die können doch alles. Die Linie ist da, die Linie ist da. Oder habe ich hier falsche Waggons dran? Wieder mal. Wenn nicht das erste Mal, ich habe die. Nö, sind richtig. Kohle. Das wäre es jetzt, ne? Sind die doch. Hä? Ich habe falsche. Glaube das nicht. Wieso habe ich hier falsche Waggons? Ich krieg die Motten, ne? Oh. So. Oh man. Und schon geht's hier ab, ne? Aber voll die Kanne. So, das ging aber jetzt ratzifatzi her, ne? Ratzifatzi, oh Gott, oh Gott. Ich würde aber sagen, 44 Minuten. Ich würde tatsächlich hingehen und von hier auch nochmal eine Ladung hier rüber schicken. Was geht denn da schneller? Dahin oder gleich hierhin?
Wobei ich die beiden ja eigentlich hier anschließen wollte, ne? Mit diesem Stahlwerk. Und da kriegen wir sogar noch Ölsand raus. Da müssen wir gucken, ob wir damit noch machen. Das sehen wir auch noch. Aber das hier läuft jetzt, ne? Die sind jetzt auf dem Weg hier. Genau. Wie ist die Produktionsgeschwindigkeit? Ja, träge wie die Sau. Ich mach das. Ich mach das jetzt sofort. Frage ist nur direkt oder indirekt. Ich würde sagen, direkt. Komm, wir machen hier mal Echternach. Klemmen wir hier mal an. Auf direktem Wege. Mit einer richtig großen Straße. Ja, ein bisschen ranzoomen, das ist zu stark. So, Moment, das hier ist nicht gut. Machen wir mal weg. Machen wir hier schon eine Umgehung hin. Rundung mit, da gehen wir hier durch den Berg. Okay, Gebäude. Das hier hin. Kriegen wir hin. Und Konfiguration. Gütergebäude dran. So, wir haben wieder 48 Millionen im Plus. Das ist gut. Ja, das reicht. Komm, jetzt ist gut. Echternach Kohle. Wenn wir hier auch umbenennen. Echternach Kohle. Und wir brauchen eine neue Linie, wie immer. Neue Linie. Wir haben hier noch eine Linie 1. Da muss ich mal gucken, bei der Linie 2. Echternach Kohle. Nach. Ja, das ist eine gute Sache hier. Nach Bahnhof. Ist der überhaupt angeschlossen hier? Ja, ist angeschlossen. Ich wollte sagen, das wäre jetzt ein Ding, ne? Ist aber jetzt lang genug, wie es aussieht. Ah, der ist nicht so lang, ne? Was kann der denn? 600. Oh, 600 ist doch gut. Wird schön gefüllt. Kostet uns im Moment Unsummen. Wird sich aber schlagartig ändern. Achso, die Linie haben wir jetzt, ne? Die haben wir noch keinen Namen gegeben. Moment. LKW, ECH, Kohle nach ILHBF. Genau. Wir brauchen noch ein Auto, 2, 3. Da brauchen wir auch ein paar Stück. Ja, nehmen wir auch wieder die elektrischen. Wenn wir jetzt so langsam aber sicher drauf umsteigen. Haben wir gleich 6 Stück. ABCDE, Echternach Kohle, Trier Hauptbahnhof. Saar läuft. Gut, oh, wir sind schon wieder bei der Zeit drüber. Aber es ist bei dem Spiel her. Kein Problem. So, das heißt, hier sollte jetzt auch die Produktion beginnen eigentlich.
Eigentlich. Oh Mann. Wie schnell geht das hier? Wahrscheinlich nicht wirklich schnell, ne? Hier sammelt sich zwar schon. Oh, da können wir noch einen LKW dazu nehmen. Gehen nur 20 rein. Fahrzeuge verwalten. Vielleicht mal zwei dabei. So, aber hier müsste doch jetzt auch. Ich habe hier keine Verbindung. Why? Hä? Ist das denn? Nee, nee. Komm, das ist doch jetzt nicht so weit. Was ist denn da los? Moment, das hier machen wir auch noch weg. Dann machen wir hier eine anständige Verbindung. Ah, das ist, weil die so rumsitzt, ne? Das ist das zu weit. Pass auf, kriege ich jetzt hier keinen Anschluss. Blöd. Das ist ja mal richtig doof, ne? Aber irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Machen wir jetzt zuerst hier die. Oh, jetzt muss ich das hier wieder neu setzen. Bevor ich jetzt abreise, setzen wir es erst neu. Ey, wie viel fehlt denn da? Was gibt's denn das? Aber gerade so an der Grenze, ne? Ja, feine Sache, Opa. So, okay, wir werden das hier jetzt umswitchen. Oh, Linie verwalten. Echter nach Kohle. Haltestelle hinzufügen. Und Echter nach Kohle machen wir weg. So, jetzt könnt ihr schon mal arbeiten. Und das kommt komplett weg. Brauchen wir nicht mehr. So, jetzt soll es aber hier losgehen, ne? Nee, nee, nee. Oh. Es geht noch nicht los. Warum nicht? Verbindung ist da. Wir kommen hier rüber, fahren hier hin. Doch, jetzt, ja, es fängt an. Es fängt an. Alles gut. So, hier werden wir nochmal ein paar Gebäude dran klatschen. Gütergebäude. Da könnte es sich doch ein bisschen was ansammeln mit der Zeit. Reicht erstmal. Das heißt, wir haben jetzt hier ja immerhin schon mal. Genau. So, dann sammelt sich jetzt hier die Kohle. So, jetzt läuft's. Der kostet uns mittlerweile ein Vermögen, ne? 5,7. 100 von 600. Ah, leck. So, wenn wir hier gucken, wenn das hier sich jetzt richtig ansammelt, brauchen wir hier noch mehr Fahrzeuge. Die sind sehr langsam, ne? Das muss man einfach so sagen. Deshalb brauchen wir viele Fahrzeuge. So, aber hier
passiert recht wenig. Da müssen wir nochmal gucken. Das ist immer so ein Problem, wenn man zwei Sachen an eins dranhängt. Ne? Der übernimmt jetzt wahrscheinlich hier alles. Und ja, mal sehen, wie wir das machen. Machen wir in der nächsten Folge weiter. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja, wahrscheinlich, ne? Und dann schaffen wir mal hier die Städte, dass wir hier alles, wenn wir die ganzen Güter mal im Laufen haben, da können wir auch die Städte besser versorgen. Das ist halt das Problem, ne? Ich kriege hier keinen Stahl hin. Hier fehlt immer wieder Stahl. Und deshalb kriege ich... Dauert das ewig, weil die Schiffe hier, der ist zwar jetzt auf dem Weg wieder mit Stahl. Na, die Produktion von Stahl, Entschuldigung. Aber hier haben wir Unmengen. Die Produktion von Stahl läuft nicht, weil hier wiederum Eisenerz fehlt. Hier liegt Eisenerz und das wird... Warum liegt hier Eisenerz? Das wird hier verladen, ja. Aber warum liegt hier Eisenerz und keiner nimmt es mit? Das müssen wir jetzt noch kurz checken. Der Ölsand geladen. Ist immer ein Problem. Der lädt Ölsand. Wieso lädt der hier Ölsand? Das hatte ich doch schon mal, das Problem hier. Kann das ja nichts werden. Das soll in Frankfurt Hafen doch ausschließlich... Kohle. Na, Isenburg West, wo ist das denn? Was passiert hier? Ach so, der... Wieso nimmt der hier Ölsand? Ach, der fährt Ölsand dahin. Ach so. Ach so. Ah, Moment. Dann haben wir doch hier irgendwo einen Stau. Ich habe hier eine Ölsandlinie. Warum das denn? Wo kommt denn der Ölsand her? Hey, das hier sieht ja aus, ne? Ganz kurz, das will ich ganz kurz noch wissen. Der fährt Ölsand. So, da muss ich aber hier gucken, dass der mir hier nicht das Ganze blockiert. Maximale Haltezeit. 3 Minuten. Verstehe ich aber auch noch nicht so ganz. Kommt denn der Ölsand hierher? Kann mir das mal einer sagen? Weiß ich noch gar nicht. Habe ich noch nicht rausgefunden. Fakt ist, der hat mir hier... Der fährt die Waren, der fährt Stahl. Worauf wartet der jetzt? So,
Warum wird das Erz hier nicht abtransportiert? Cargo? 300 Ölsand. Was? Was? Ach, das ist die Geschichte. Okay, das hatte ich ja, habe ich ja ganz aus den Augen verloren. Aber warum wird hier die... das hier nicht abtransportiert? Hier, das ist... so, der bringt jetzt ausschließlich... ah, cool. Okay, jetzt läuft's wieder. Trotzdem haben wir hier diese 39. Also es ist immer so ein Abfallprodukt, den ich nicht weiß, wie ich das soll wegbekommen, ne? So, der ist auf dem Weg und fährt... ja, jetzt verstehe ich das mit dem Ölsand. Ich glaube, da kann ich die Linie mit dem, die Ölsandlinie hier auch wieder normal setzen, weil der hat ja seine eigene... Erz, Lager, Treibstofffabrik, das ist der, ne? Der Ölsandfahrer. Ja, Linie verwalten, dann kriegst du hier wieder deine Warte, bis er voll ist. Und hat ja sein eigenes Terminal. Ich weiß nur noch nicht, ob das Ding hier irgendwann überläuft. Da haben wir nicht sehr viel Platz. Ich hab gar keinen Platz hier, ne? Muss ich irgendwann mal gute Stück erweitern, weil der ist viel zu klein. So, ja, zumindest läuft jetzt das hier wieder. Langsam aber sicher. Davon kriegen wir genug, ne? Ja, der kann hier nichts machen. Ich habe auch kaum noch Abnehmer. Warum? Gut. Wie dem auch sei. Da kommt schon wieder genug. Und der fährt wiederholen. Ich habe das ja... ich habe ja ein Schiff dazugesetzt. Das sollte dann laufen. Der bringt Waren und Material mit. Läuft auch gar nicht so schlecht. Und hier ist wieder Zeugs. Okay. Gut, bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.